Mein Name ist Pascal Weller, ich bin 21 Jahre alt und mache seit gut einem Jahr ein duales Studium im Bereich Elektrotechnik. In meinem Studium geht es darum, elektronische Systeme und mechatronische Systeme zu vereinen. In dem Bereich ganz weit gefasst Kraftfahrzeuge. Als Kind hat mich schon immer Elektronik fasziniert. Ich habe alles auseinandergenommen, was irgendwie geht, versucht wieder zusammenzubauen. Für mich ist es reizvoller, in der Technik die Fehler zu finden und dann sich eben Gedanken darüber zu machen, wie kann ich die Fehler aus dem System rausholen und wie kann ich es verbessern. Ein theoretisches Studium wäre nichts für mich gewesen, weil man hat das Haptische nicht, man hat nichts in den Händen. Und dadurch ist für mich dann die Wahl ganz eindeutig halt auf ein duales Studium gefallen. Ein duales Studium im Konkreten heißt, dass man Praxis und Theorie immer im Wechsel hat. Die Phasen sind immer 3 Monate lang und geht dann mit einem Bachelor of Engineering oder Bachelor of Arts. Wenn man ein duales Studium gemacht hat, hat man auch super Berufsperspektiven, einfach weil man die Praxiserfahrung schon hat gegenüber ganz normalen Uni-Studenten. Für die Fortbewegung in der Zukunft braucht man natürlich Technologien, die heutzutage so noch nicht existieren, die man sich eben ausdenken muss, möglichst schlau. Man kriegt ganz normale Aufgaben, wie jeder andere Mitarbeiter auch, und wird da halt in die Firma wirklich richtig eingebunden, so wie es dann auch später im Berufsleben sein wird. Wenn man in das Unternehmen kommt, dann hat man einen zentralen Ausbildungsleiter, an den kann man sich mit jedem Problem wenden, zum Beispiel für das Auslandssemester. Als dualer Student hat man ein geregeltes Einkommen. Man hat damit die Möglichkeit, finanziell sehr unabhängig und sehr selbstständig zu sein. Die Verpflichtungen in einem dualen Studium sind natürlich deutlich höher als beim Uni-Studium, dass man halt zum Beispiel in den Vorlesungen Anwesenheitspflicht hat, dass man geregelte Arbeitszeiten hat, die man einhalten muss, aber man hat natürlich auch Freizeit. Du strebst die allgemeine Hochschul- oder Fachhochschulreife an. Du bist gut in Mathematik und hast Spaß an Technik. Dich als der Wechsel zwischen Praxis und Theorie. Dann bewirb dich auf ein duales Studium in der Metall- und Elektroindustrie. Weitere Informationen zum Ingenieurstudium und Ingenieurberuf, einen Ingenieureignungstest, viele Praxisbeispiele und Tipps findest du auf www.thinking.de.